Als Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Mittendorf-Oberschule, die den Namen eines solchen stillen Helden trägt, liegt es uns am Herzen, auch weiteren stillen Helden eine Stimme zu geben. Deshalb möchten wir uns mit der Geschichte von Prinzessin Victoria zu Bentheim und Steinfurt beschäftigen. Ich finde, Victoria zu Bentheim und Steinfurt hat Großartiges geleistet, da sie den Mut aufgebracht hat, einen jüdischen Menschen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Und so hat sie sich selber in Gefahr gebracht. Obwohl sie nicht im Rampenlicht stehen wollte, finde ich, ist sie eine Gerechte unter den Völkern. Victoria war sehr bescheiden und hat nie über diese Rettungsgeschichte groß gesprochen. Und so ist das dann auch nie in meine Generation weitergetragen worden. Also sie war schon eine sehr, sehr selbstbewusste Frau, die ganz früh schon wusste, was sie wollte, die ihren Willen durchsetzen konnte. Das sieht man daran, dass sie dann Abitur gemacht hat, dass sie auch unbedingt Architektur studieren wollte und damit durchgekommen ist. Und später natürlich eine unglaublich mutige Frau, die viel aufs Spiel gesetzt hat, viel geopfert hat, um einfach nur ihrer Menschlichkeit Ausdruck zu verleihen. Victoria zu Bentheim und Steinfurt ist Ende des 19. Jahrhunderts als viertes von insgesamt 8 Kindern des Fürstenpaares Alexis und Pauline von Bentheim und Steinfurt auf die Welt gekommen. Mit ihren Geschwistern wuchs Victoria in der heilen Welt von Burg Bentheim auf. Die Burg gilt heute als eine der größten und schönsten Burganlagen Nordwestdeutschlands und ist das Wahrzeichen der Stadt Bad Bentheim. Victoria zu Bentheim und Steinfurt ist 1887 geboren und war dann in der Schule, was damals eher für Mädchen unüblich war. Aber ihre Tanten, die sie gefragt hat, fanden die Idee auch gut. Denn sie hatten großen Einfluss, denn sie waren die Königin aus Schweden und der Niederlande. Später hat sie auch noch Architektur studiert, was zu der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich war. Sie war eine der ersten Frauen, die zur Universität zugelassen wurden damals. Das bezeugt ja schon einen starken Charakter, wenn man die Gesellschaft so ein bisschen durchbrechen möchte und sich emanzipiert. Und insofern ist das, glaube ich, eine Hauptcharaktereigenschaft von ihr, die man überall wiederfindet in ihren Werken. Frauen waren gar nicht zugelassen zum Architekturstudium. Deswegen musste sie eine Ausnahmegenehmigung haben, die sie dann mit Hilfe ihrer königlichen Verwandtschaft, also der Königin von Holland und auch mit Hilfe des deutschen Kaisers, dann erreichte, dass sie studieren konnte in Berlin. Das Studium 1913 angefangen, konnte kriegsbedingt erst 1919 mit einem Diplom an der Königlichen Technischen Hochschule abgeschlossen werden. In ihrem Beruf als Architektin hat sie dann 15 Jahre lang das fürstliche Bauamt in Bad Bentheim geleitet. Massenarbeitslosigkeit und Armut führten Anfang der 30er Jahre zur politischen Radikalisierung der Bevölkerung. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 begann das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. 1941 fällt die nationalsozialistische Führung den Entschluss zum Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Diesem Massenmord fallen bis 1945 rund 6 Millionen Menschen zum Opfer. Die Prinzessin, die eine Protestantin war, ist in die NSDAP eingetreten, ohne überhaupt das Buch Mein Kampf von Hitler gelesen zu haben. Bei der Protestantin lösen die Nürnberger Rassegesetze und die daraus resultierende Verfolgung der Juden Scham und Abwehr aus. Also sie ist 1935 nach Mittenwald gezogen, wollte als selbstständige Architektin arbeiten, hat dann aber nach einigen Jahren gemerkt, dass das Ganze nicht sehr erfolgreich war, hat sich dann umorientiert, hat ein Haus gekauft und hat dieses Haus dann zu einem Fremdenheim umgebaut. Heute würde man sagen eine Pension, wo also Leute Zimmer mieten konnten und dort Urlaub machen konnten. In den folgenden Jahren ist Victoria mehr und mehr mit dem Fremdenheim beschäftigt. Die Nachbarin Frieda Mühlhausen vertraut ihr das Schicksal ihrer Cousine, einer ihr noch unbekannten Frau, namens Eva Gutmann an. Für die in Berlin lebende Jüdin war spätestens seit der Wannsee-Konferenz die Situation so bedrohlich geworden, dass sie in die Illegalität ging und sich über ein Jahr in verschiedenen Teilen Deutschlands versteckt hielt. Überall in Europa versuchten Jüdinnen und Juden der Verfolgung und Ermordung zu entkommen. Dies konnte nur mit Unterstützung von Menschen gelingen, die den Verfolgten halfen.
Diese stillen Helden gefährdeten damit ihr eigenes Leben. Sie versorgten die Verfolgten mit Lebensmitteln, beschafften ihnen falsche Papiere, leisteten Hilfe auf der Flucht, stellten ihnen eine Unterkunft zur Verfügung oder versteckten die Verfolgten bei sich. Eva Gutmann, die verwitwete Frau eines berühmten, angesehenen Opernsängers, musste um ihr Leben fürchten, nachdem sie nach Polen überführt werden sollte und unter dem falschen Namen Elfriede Danheit floh, nur weil sie eine Jüdin war. Glücklicherweise führte sie in dieser Zeit das Schicksal mit der Prinzessin Victoria zu Bentheim und Steinfurt zusammen, die ihr mit ihrem unermüdlichen Einsatz das Leben rettete. Nachdem Eva Gutmann an mehrere Orte geflüchtet war, floh sie schlussendlich zu ihrer Cousine Frieda Mühlhausen, ebenfalls eine Jüdin, nach Mittenwald. Die besagte Cousine, die in der Nachbarschaft der Prinzessin Victoria zu Bentheim und Steinfurt lebte, machte die beiden miteinander bekannt und bat sie um Hilfe. Eva Gutmann war von Beruf her Hauswirtschafterin, arbeitete in Berlin in einer Schule, hat dort also auch Kinder unterrichtet. Ihre eigenen Kinder besuchten auch dort die Schule und ihr Mann war in Berlin ein bekannter Opernsänger, durfte dann aber nach 1933 auch nur noch eingeschränkt auftreten, also war teilweise mit Berufsverbot belegt. Aber so war das Leben dieser Familie, also Vater, Mutter, zwei Kinder in Berlin. Zu Anfang ihres gemeinsamen Schicksals wohnten Victoria und Eva Gutmann im Haus Victoria in Mittenwald, das Victoria 1937 erworben hatte. Dort arbeitete Eva unter dem Namen Elfriede Danheit als Hausdame. Als Victoria im Jahr 1944 einen Drohbrief erhielt, dass man wisse, dass sie eine Jüdin versteckt und dies melden würde, wenn sie nicht aus dem Haus entfernt werden würde, floh sie mit ihr nach Württemberg auf den Schweizer Hof. Dort musste man in einer unbeheizten Dachkammer leben, weil alle anderen Zimmer bereits belegt waren. Und da wussten beide, dass es sehr gefährlich war, weiterhin in Mittenwald zu wohnen. Sie haben dann ihre Koffer gepackt und sind über Nacht nach Geildorf in Württemberg gezogen. Dort hatte die Familie zu Bentheim und Steinfurt ein Gut, was auch in den 20er Jahren umgebaut worden ist von Victoria zu Bentheim als Architektin. Sie kannte also dieses Haus sehr gut und dort sind die beiden Frauen dann hingegangen. Beide Frauen lebten von einer Lebensmittelmarke und wurden im Dezember 1944 schwer krank, da Temperaturen von minus 29 Grad herrschten. Eva erkrankte an einer Lungenentzündung, konnte aber keinen Arzt aufsuchen, da dieser sie sofort in ein Krankenhaus eingewiesen hätte und ihre Tarnung damit aufgeflogen wäre. Man muss sich das so vorstellen, dass damals alles, was man brauchte zum Leben, es nur auf Lebensmittelmarken gab. Also auf der Lebensmittelmarke stand zum Beispiel eine Marke für ein Brot oder für ein halbes Pfund Butter oder ein Liter Milch. Und Victoria zu Bentheim hatte diese Lebensmittelkarten, aber Eva Gutmann nicht. Und die Tochter von Eva Gutmann, die ja auch in der Nähe untergebracht war, Stefanie Gutmann, die beiden hatten keine Lebensmittelkarten. Also musste von dieser einen Lebensmittelzuteilung mussten drei Personen leben. Hunger, Kälte und großer psychischer Druck lastete auf den Frauen und schwächte sie mehr und mehr. 2,5 Jahre war die Hilfe für die Familie Gutmann der Inhalt des Lebens von Victoria. Die finanziellen Mittel, die Victoria für ihre Rettungstat aufbrachte, waren immens. Sie veräußerten dafür wertvollen Schmuck, Gegenstände und sogar ein Grundstück. Aber die Menschenleben waren gerettet. Sie hat dann im April 1946 sich von den beiden Schützlingen, also von Eva Gutmann und deren Tochter, verabschiedet und ist danach in ein tiefes Loch gefallen. Sie beschreibt das in einem Brief sehr genau, wie es ihr danach gegangen ist. Sie hat ungefähr 2 Jahre gebraucht, um aus dieser sogenannten depressiven Phase wieder rauszukommen und ein normales Leben zu führen. Auszug eines Briefes, den Prinzessin Victoria zu Bentheim und Steinfurt am 22.06.1948 an die ehemalige Oberin des Stiftes Keppel, Anna Stolberg, geschrieben hat. Die einzige Person, der sie ihre Rettungsgeschichte anvertraut hat, die sie am liebsten für sich behalten hätte und nur bekannt gab, weil sie im Entnazifizierungsverfahren als Mitläuferin eingestuft worden war. Meine liebe Anna, du sollst nun endlich ein Lebenszeichen von mir bekommen. Ganz leise nur zu dir gesagt, denn in Stammert und Geildorf braucht bzw. soll es keiner wissen.
eineinhalb Jahre eine geflüchtete Jüdin in meinen Schutz genommen und versteckt habe. Zuerst 5 Monate in meinem Haus, bis eine Hausgenossin uns denunzierte, und dann 13 Monate mit ihr unter den schwierigsten und gefahrvollsten Umständen unterwegs in Württemberg. Meine eine Lebensmittelkarte mit ihr und ihrer Tochter, die sich ebenfalls mit falschen Papieren herumschlagen musste, teilt mit ihr und hungernd und frierend und immer den Kopf in der Schlinge. Denn mit dem KZ hätten sie sich bei uns beiden, auch bei mir, nicht aufgehalten. Abgesehen davon hatte ich noch einer ganzen Anzahl anderer Verfolgter helfen können, was ich für meine Pflicht hielt, nachdem ich den Schwindel endlich erkannt hatte. Man muss nur den Mut dazu haben. Weißt du, das ist der größte Vorwurf, den ich unserem deutschen Volke mache. Nicht der Mangel an Einsicht, die kann man nicht immer verlangen, aber der Mangel an Mut. Obwohl man vermuten könnte, dass Viktoria sich nun gut und heldenhaft fühlt, war dies ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, sie verfiel nach dem Ende des Krieges und dem langen Versteckspiel in eine tiefe 2-jährige Depression. Ich glaube, dass Viktorias Beweggründe für ihr Leben ihr christlicher Glaube war und dass sie aus Nächstenliebe heraus gehandelt hat und sich nicht gescheut hat, diesen Glauben auch über die Gesetze zu stellen. Also was wir auf jeden Fall lernen können und was für uns alle ein großes Vorbild ist, ist die Tatsache, dass sie menschlich geblieben ist, in einer sehr schwierigen Zeit ihre Menschlichkeit bewahrt hat. Der Kontakt zwischen den Frauen hielt. 10 Jahre nach Kriegsende gab es sogar in Venedig ein Wiedersehen. Und auch in ihrem Testament vermachte Viktoria ihrer Freundin Eva Gutmann besondere Schmuckstücke aus ihrem Besitz. Die stille Heldin Viktoria zu Bentheim und Steinfurt starb im Alter von 73 Jahren am 30. Januar 1961 in Garmisch-Partenkirchen und wurde auf dem Friedhof der fürstlichen Familie in Steinfurt beigesetzt. An Viktoria bewundere ich, dass sie wie unser Schulnamensgeber Heinrich Mittendorf ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um verfolgte Menschen zu retten. Obwohl sie als Adelige ein sorgloses Leben hätte führen können, hat sie ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ich fand das Projekt und die Recherchearbeit sehr interessant, weil ich etwas Neues gelernt und etwas Neues erfahren habe. Ich habe gelernt, was stille Helden sind. Viktoria zu Bentheim und Steinfurt war eine solche Heldin. Sie hat eine Jüdin vor der Deportation nach Polen bewahrt und dafür viel auf sich genommen. Mich berührt an dem Thema, wie hilfsbereit einige wenige Menschen waren und dass sie so mutig waren, Juden aufgenommen zu haben, ohne jemals dafür Anerkennung zu bekommen. Ich finde, dass die Geschichte von Viktoria zu Bentheim und Steinfurt anerkannt und ihr Name unbedingt in Yad Vashem aufgenommen werden sollte. Denn sie hat überaus selbstlos gehandelt, ohne etwas dafür zu erwarten oder etwas dafür zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn Prinzessin Viktoria für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt und ihre Heldentat bekannt wird und wir alle von ihrem Mut lernen können.